Moin moin Leute, mein Name ist ReeFazer und im heutigen Dokkan Battle Video dreht es sich wieder darum, solltet ihr sammeln und zwar im neuen Angel Freezer Event, beziehungsweise Dokkan Banner, oh Gott, Event, da sind wir noch nicht, das kommt irgendwann die Tage auch noch sein Event. Und zwar, das ist der Revived Angel Freezer aus dem Universal Survival Arc. Dieser Banner ist ein Banner, den wir eigentlich schon früher erwartet haben und ich habe letztens in einem der Videos von Solltet ihr sammeln schon mal gesagt, ich mache diese Videos jetzt mittlerweile nur, wenn die Banner raus sind, denn die sind stark geändert gegenüber der JP-Version, die meistens ungefähr 6 Monate früher rausgekommen ist und jetzt haben sie die Banner-Veröffentlichungsdatum verändert, die bringen sie voll durcheinander, sie verändern die Karten, die drin sind, was an sich auch ganz gut ist, damit wir nicht ganz genau wissen, was kommt. Und dieser Banner ist so ein Banner, wo ich so ein gemischtes Gefühl habe, ob man sammeln sollte oder nicht. Wir gehen einmal durch die Karten. Dann machen wir gemeinsam 2 Multis, mehr möchte ich nicht machen. Und ich habe schon in einem anderen Video erläutert, ich habe festgestellt, dass ich euch meine Einheiten gezeigt habe, meine Super- und meine Extreme-Einheiten. 2 Videos dafür gibt es auf meinem Kanal, falls ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr es gerne machen. Habe ich festgestellt, es gibt so viele Einheiten, die ich gezogen habe, die ich nie nutze. Deswegen gehe ich in vielen der Bannern aktuell nicht mehr wild, weil ich gemerkt habe, ich habe meine Top-Teams. Klar sind einige dieser Einheiten richtig gut, aber 2-3 Multis haben sollten es machen. Wenn ich sie nicht ziehe, ziehe ich sie zu einem späteren Zeitpunkt bestimmt nochmal. Ähnlich ist es auch beim zum Beispiel physischen Super Vegito Banner gewesen, den habe ich bis heute noch nicht gezogen. Aber gucken wir uns erstmal die Karten an und die Hauptkarte des Banners ist dieser junge Mann. Int Golden Freezer Angel. Der hat als Leader Skill Resurrected Warriors Category Key plus 2, Leben 100 und Angriff und Verteidigung plus 140. Hat einen Dokkan Awakening, das Ganze erhöht sich dementsprechend auch. Oder er gibt Int-Einheiten Ki plus 2, Leben, Angriff, Verteidigung plus 40%. Das ist eine ziemlich coole Einheit, weil diese Resurrected Warriors, also wiederbelebte Krieger-Kategorie, ist eine interessante Kategorie, die, glaube ich, auch beim Z-Battle Road oder beim Z-Awakening-Event, was ja auch neu dazugekommen ist jetzt mit diesem Update, wirklich gut und nötig ist zum Teil. Darauf kommen wir aber zu später. Passiv-Skill haben wir Angriff plus 120%, Verteidigung plus 40%, Supertypen, Freunde und Gegner, wenn er in der Runde ist, bekommen minus 10% auf Angriff, was ihn natürlich zu einer guten Support-Einheit auch noch macht. Und seine Ulti ist Imperial Battle Death Beam und causes immense damage to enemy and greatly lowers defense. Das heißt, er verringert auch noch die Verteidigung des Gegners. Diese Karte ist eine verdammt gute Karte. Zum einen, weil ihr sie gut in Int-Teams nutzen könnt, aber eher in den Extreme-Int-Teams, bedeutet zum Beispiel mit Kid Buu als Leader. Ihr könnt sie sehr gut als Leader nehmen, um dann halt andere Teams zu bauen mit allen wiederbelebten Einheiten. Dazu kommen wir dann zum Ende des Videos. Ich zeige euch mal kurz, welche wiederbelebten Einheiten ich zum Beispiel habe. Da sind ein paar coole Einheiten dabei. Heißt, man kann ein paar interessante Teams bauen. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich sagen würde, okay, dieser Banner könnte sich lohnen, denn die Karte ist cool. Aber es gab noch ein paar andere coole Karten, wie zum Beispiel die zweite, und zwar der Super Saiyan 3 Angel Goku, den ich schon in anderen Videos oft genug gezeigt habe. An dieser Stelle ganz lieben Gruß, Shani. Kannst du mir gerne mal schreiben, ob du den mittlerweile hast. Ich weiß, das ist so den White Buffalo, wie man es schon nennt, von Shani. Der hat es nie wirklich ziehen können. Ist eine Bombeneinheit. Ist der Super Tech-Lead, ein Neo-God-Lead, gibt 120% auf alles, ist ein Nuker mit Rainbow-Key-Sphären, bedeutet 15%, sieht man hier, Angriff plus 100% und Angriff plus 50% pro Rainbow-Sphäre, die er bekommt, hat auch noch die Möglichkeit, mit seinem Ulti zu stunnen und im Großen und Ganzen ein richtiger Hard-Hitter, das heißt, er macht richtig Schaden und er passt auch zu Angel Freezers Kategorie, bedeutet, mit Angel Freezer als Lead ist diese Einheit nochmal besser. Das heißt, 2 gute Einheiten in dem Banner. Dann haben wir den Int-Kid Buu. Das ist der Extreme Neo-God-Lead für Int-Einheiten, der auch sehr gerne unterschätzt wird. Ich habe in dem Int-Kid Buu-Banner, bin ich nicht wild gegangen, habe ihn dort nicht gezogen und habe ihn mittlerweile, glaube ich, 2-mal in anderen Bannern gezogen. Es ist eine coole Einheit. Ihr könnt damit halt ein Extreme-Int-Team bauen. Er passt auch wieder in die Angel-Freezer-Kategorie rein, denn das ist ein wiederbelebter Krieger. Und er hat als Passivskill Angriff plus 90% und 50% Angriff dazu, wenn das Leben über 40% ist. Das heißt, er hat fast grundsätzlich immer 130% Angriff und seine Superattacke gibt 10% Leben wieder zurück. Ist eine wirklich coole Einheit. Dann haben wir noch den physischen Kid Buu, etwas ältere Einheit, finde ich persönlich jetzt nicht so gut, würde immer den Int-Kid Buu mitnehmen, denn beide könnt ihr nicht in einem Team haben. Und dann haben wir noch den Tech Golden Freezer. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wenn wir uns den Namen anschauen, der hier heißt Golden Freezer Angel und das hier heißt einfach nur Tech Gold, also nur Golden Freezer. Bedeutet, die beiden Einheiten können in einem Team zusammen benutzt werden. Und der Tech Golden Freezer ist eine richtig gute Support-Einheit. Er kann tanken, er kriegt richtig viel Schaden ab, beziehungsweise er absorbiert ihn und er kriegt den Schaden nicht. Das ist durch seinen Passivskill. Das ist seine Ulti.
Angriff bekommen minus 50% und Angriff plus 50%, wenn das Leben über 50% ist. Mit dem Dokkan Awakening wird er noch ein bisschen besser. Der Agility Golden Freezer, der tankt zwar mehr, macht aber nicht so guten Schaden. Und der hier ist eine gute Mischung aus tankt gut und macht einen guten Schaden. Deswegen kann ich euch nur sagen, wenn ihr den zieht, der ist gar nicht mal so schlecht. Ich habe den mittlerweile sehr, sehr oft gezogen, würde ich auch noch nehmen. Haben wir den Freezer Full Power. Etwas ältere Einheit, gut gealtert, coole Einheit, würde ich jetzt in diesem Team sehr wahrscheinlich nicht unbedingt nutzen. Ist gerade mit einem physischen Cooler-Team sehr, sehr gut. Also der linkt sehr gut mit dem physischen Cooler. Gibt es nicht viel zu sagen. Dann haben wir den Int-Cooler und ich meine, der ist auch gut. Der gibt, also Leader-Skill ist es nicht so gut, aber sein Passiv-Skill ist Angriff plus 25 für alle Allies, das heißt Supporter. Ich glaube, er hat einen Dokkan Awakening, bin mir gerade nicht so sicher. Wenn ja, ich meine, dass viele Dokkan-YouTuber den auch in solchen Teams gerne nutzen, weil er halt als Supporter gut dabei ist. Und dann haben wir noch den Margin Boost, House Supreme Kai, den SR, den man Dokkan Awakening kann. Und das war's. Das heißt, es sind weniger Einheiten und von diesen wenigen Einheiten, die dabei sind, finde ich persönlich, der End Golden Freezer lohnt sich, der Tech Super Saiyan 3 Angel Goku lohnt sich, der End Kid Buu lohnt sich, der hier ist okay, muss man nicht haben, der Tech Golden Freezer lohnt sich, physischer Freezer ist okay auch, muss man auch nicht unbedingt haben, der so irgendwo in der Mitte als Supporter und den will sowieso kein Mensch haben. Bedeutet, der Banner hat schon ein paar coole Karten und ich würde sagen, 2 bis 3 Multis sollten definitiv drin sein, falls ihr so eine coole Kategorie haben möchtet oder ein cooles Team bauen möchtet. Jetzt gehen wir mal kurz in die Characterlist und danach machen wir die 2 Multis. Ich habe schon hier nach Acquired und da geht ihr auf Kategorie Resurrected Warriors und dann könnt ihr sehen, welche Einheiten ich habe. Okay, einmal aus dem Free-to-Play-Event, das ist der LR Broly hier, den ich immer noch nicht Dokkan Awakened habe. Ich bin noch nicht dazu gekommen, ich weiß. Wir haben ein paar coole Einheiten. Wir haben den Perfect Cell, der ist wiederbelebt. Der ist auch eine gute Einheit, wenn ich mich nicht irre. Der kann damit rein. Der Angel Goku, der, dieser Gohan hier, was ich nicht ganz verstehe. Also das ist der Gohan, der eigentlich gestorben ist in Sie. Das war ja nicht so wirklich klar, nach dem Kampf gegen Majin Buu und dann mit zu dem Planet der Kaios gegangen ist. Aber nur der hier ist damit mit drin. Also der Ultimate Gohan ist dann nicht mit drin in der Kategorie. Dann haben wir Majin Vegeta, wir haben Bardock, wir haben Buu, wir haben LR Majin Vegeta natürlich. Verschiedene Freezers, verschiedene Buus und Bojack. LR Bojack, wenn er irgendwann bei uns rauskommt, wird auch in dieser Kategorie sein. Heißt, es ist schon eine coole Kategorie, man braucht aber ganz bestimmte Einheiten. Und das ist vielleicht das, was ich euch als Tipp geben würde. Wenn ihr gar keine von diesen Einheiten habt, dann würde ich vielleicht hier in diesem Banner wirklich nicht wild gehen, sondern sagen, okay, ich mache vielleicht mal 10 Singles, ein Multi und wenn ich was ziehe, cool und wenn nicht, dann nicht. Wenn ihr so ein Team aufbauen möchtet, dann ist der Banner ganz gut, weil viele der Einheiten in dem Banner dementsprechend auch direkt für dieses Team genutzt werden können. Ich glaube nicht, dass der Angel Golden Freezer so schnell wiederkommen wird, deswegen sage ich ja, ich mache 2 Multis, mehr mache ich nicht und hoffe, dass ich da ein bisschen Glück habe und kann euch nur empfehlen, wenn ihr die Steine gerade über habt, nehmt sie. Viele haben auch in einem meiner letzten Videos geschrieben, sie warten lieber auf den Vegito und den Rosé, die rauskommen. Das wird wahrscheinlich noch 3-4 Monate dauern. Nichtsdestotrotz ist natürlich eure Entscheidung. Ich kann euch nur so eine Übersicht geben, warum ich es gut finde, warum ich es nicht so gut finde. Dieser Banner ist eigentlich ganz okay. So, wir sind schon im ersten Multi. Das war ein Herkules rechts mit einem Rainbow Release. Super Saiyajin, mal gucken, was das wird. Den zweiten machen wir zusammen, wenn ihr Bock drauf habt. Super Saiyajin 2. Und das war's. Ich hatte beim Kefla-Banner ein bisschen Glück, davor nicht so viel. Ich bin sehr gespannt, ob ich den überhaupt mal ziehen kann. Ich persönlich gehe eher nicht davon aus, nur mit 2 Multis. Aber wir fangen mit dem Supreme Kai of Time. Wir gehen rüber in einen Mr. Satan, Herkules, wie ihr ihn auch immer nennen möchtet. Ich habe ihn auch, glaube ich, als Mr. Satan kennengelernt. Dildo Freezer. Das ist schon mal zumindest ein Freezer. Dritte Form. Dann haben wir die erste Bannerkarte, der SR Kid Buu. Den habe ich auch schon auf SR10. Ich glaube, ich habe den sogar Dokkan Awakened für einen Buu-Showcase und dann die Karte doch nicht benutzt. Ein Kid Gohan. Ich würde auch einen Jacko nehmen, den SR oder Rare, ne, den SR aktuell für Super Battle Road. Ich habe meine Jackos alle verkauft und jetzt gemerkt, ah, den hätte ich vielleicht gebraucht. Da haben wir einen Goku, das ist mal hier so ein Fire Multi. Das ist Nail, yay. Bombi. Wir gehen, oh, noch ein Herkules. Ja, das ist richtig guter Multi. Dann nehmen wir noch eine Chi-Chi, die ich immer noch in Dragon Ball FighterZ sehen möchte. Und genau diese Chi-Chi, die vom World Tournament. Und die letzte Karte ist eine Videl. Ich glaube, das war die letzte Karte. Ja, das war die letzte Karte. Dead Multi FTW. Was geht? Zumindest keine ungefeatureten Einheiten. Ah, das kann fast wehtun. Ich werde die restlichen Stones, die ich habe, immer so für meine YOLO-Singles machen, die ich so einmal am Tag mache, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin und was mache. Und ihr könnt mir gerne natürlich unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr gezogen habt. Das war, glaube ich, gar keine Animation. Und diesen Summon machen wir gemeinsam, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich ziehe zurück, zähle bis 3, nehmt Spiel nach Wahl, Banner nach Wahl. Und dann schauen wir mal. Also. Rainbow Release Super Saiyajin Instant. 3, 2, 1, ab geht die Post. Ich Super Saiyajin 3? Wir sind 2 und kein 3. Was habe ich auch erwartet? So, wir fangen an mit dem physischen Kid Buu.
So die Einheit, wo ich gesagt habe, ja, die muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Ah, die habe ich jetzt, was soll's. Ist eine Bannerkarte, ist ein SSR. Da haben wir einen Amtschu, der ein bisschen sich gedacht hat, ich mache mal die Gohan-Frisur, vielleicht werde ich dann auch mal stark. Hat er aber nicht. Ten Shin Han. Gibt es auch eine gute Karte, die ich nicht gezogen habe. Finde ich ein bisschen schade. Zarborden. Also jetzt kann ich mich nicht beschweren. Ein SSR habe ich schon. Natürlich nicht den, den ich wollte. Noch eine Bannerkarte. Der SR Bu. Zumindest ist nur ein SR drin. Das heißt, es macht nicht so schlimm. Den Trunks, den brauche ich auch nicht. Habe ich schon zu oft gezogen. Schon auf SR10. Schon Dokken Awakened. Trash Suit Gohan. Ich habe mal gedacht, dass er vielleicht so ein Rebirth bekommt. Hat er aber nicht. C17. Das ist kein Angel Golden Freezer. Nein, nochmal ein Yamcha. Alter, was geht hier ab? Yamcha. Super Saiyan. Baseform GT Vegeta. Und ich glaube, das war's jetzt, oder? Jo, das war's. Dürre. Machen wir noch einen YOLO-Single? Wir machen noch einen YOLO-Single. Und dann war's das. Da haben wir genau 105 Steine verbraucht. Viel mehr wollt ihr hier nicht verbrauchen. Das heißt, von allen Bannerkarten habe ich genau die gezogen, wo ich gesagt habe, die brauche ich nicht. Wobei es hätte auch noch der physische Freezer sein können. Aber den würde ich ja noch nehmen, weil den nutze ich teilweise mit meinem Cooler-Team immer noch sehr gerne. Das ist echt eine keine schlechte Einheit, gerade weil die beiden so gut linken. Und die letzte, der letzte Single-Karte ist Kakao, glaube ich. Yo. Und das war's. Mehr mache ich hier nicht. Wie gehabt, die restlichen 39 Steine, die ich habe, werde ich für YOLO-Singles nutzen. Ich habe nicht vor, hier wirklich wild zu gehen. Wie gesagt, die kommen wahrscheinlich irgendwann wieder. Wir werden demnächst ja August, glaube ich, so um den Dreh. Juli, August haben wir 3-Jahres-Event, sollten wir haben in Global. Und ich gehe davon aus, dass es da nochmal richtig viele Möglichkeiten geben wird, coole Einheiten zu ziehen. Wie gewohnt bin ich auf eure Kommentare und Meinungen sehr gespannt. Schreibt mir gerne alles unten rein. Und ihr könnt euch selbstverständlich gerne mein letztes hochgeladenes Video oder auch die Dokkan Battle Playlist anschauen. Und mich auch abonnieren, falls ihr auf Anime, Anime Games und Fighting Games steht.